Aber let's go auf eine gute neue Woche und viele tolle neue Momente, die wir hier einfangen per Kamera. Und let's go. Good morning in the morning. Es ist Montag, neue Woche, neue Ziele, neues Glück, neue Herausforderungen. Und wir sind heute passend mit unserem C9 Darmreinigungsprogramm gestartet. Ja, ich bin jetzt hier noch bei meinem Frühstück, war gerade mit Harrison draußen, weil wenn man die Garcinia nimmt, die sind da, um die Heißhungerattacken zu vermeiden, dann muss man 30 Minuten warten, bis man weitermachen kann mit dem Aloe-Gel. Und das werde ich jetzt zu mir nehmen. War jetzt in den 30 Minuten Pause, wie gesagt, mit Harrison draußen. Ja, also ich kann es euch nur empfehlen, macht es mal. Also wir haben das vor 7 Jahren kennengelernt und das Programm hat wirklich mein komplettes Leben verändert. Also nicht nur mein Gewichtsmanagement, sondern auch meine Gesundheit, aber auch mein berufliches Leben. Ja, also ich muss sagen, also es ist wirklich essentiell wichtig, den Darm wirklich zweimal im Jahr zu reinigen, weil wir haben einfach Darmzotzen im Darm, die verkleben über die Zeit, die sterben ab. Und man muss einfach mal den kompletten Darm durchspülen, weil diese Zotzen sind dafür zuständig, dass wir überhaupt in der Lage sind, Vitamine und Nährstoffe von den Lebensmitteln, die wir essen, zu uns zu nehmen. Und wenn die verklebt sind und abgestorben, können wir auch keine Vitamine mehr aufnehmen. Und deswegen sollte man den Darm eben immer mal spülen. Ja, ich muss sagen, ich habe in meinem ersten C9 6,3 Kilo verloren. Das ist natürlich Dreck, Schlacke und Wasser. Und habe dann mit dem Gewichtsmanagementprogramm weitergemacht und habe sage und schreibe 18 Kilo abgenommen. Und das Ausschlaggebende ist, ich konnte das halt auch wirklich 5 Jahre halten, das Gewicht, bis ich gesundheitliche Probleme bekommen habe, schwere, schwere Medikamente nehmen musste und dadurch leider pro Medikament wirklich zusehen konnte, wie die Waage nach oben ging und wirklich massiv zugenommen habe. Aber ich habe meinen Fahrplan, wie ich wieder zurückkomme zu meinem Normalgewicht. Mein gesundheitliches Thema ist leider noch nicht komplett erledigt, aber Stück für Stück geht es wieder zurück vom Gewicht. Ich habe es ja nicht eilig, ne? Ich glaube, das ist so der Fehler, den die meisten haben heutzutage, dass alles von heute auf morgen gehen muss. Aber so ist es halt im Leben nicht. Wenn ihr jetzt die Geräusche hört, das ist der Harrison, der macht hier gerade wieder Zoomies. Ja, deswegen ist es mal wieder Zeit für den Darm zu reinigen. Ich frühstücke jetzt mal weiter. Mal schauen, was die Woche so bringt. Ich habe auf jeden Fall heute Mittag um 13 Uhr einen Zahnreinigungstermin. Und ansonsten wird es eine reguläre Arbeitswoche, aber wir schauen mal, was so passiert. So, guten Morgen in the morning. Hier mit dem Harrison unterwegs. 10.9, Tag 2 hier auch im Block. Fühle mich gut. Gestern war ich nur, was heißt nur, viel Wasser lassen. Das heißt, okay, da kommt der erste Dreck schon raus, irgendwie, wenn man es so plakativ sagen kann. Wir haben einen Podcast aufgenommen, der ist auch schon online. Ich kann den auch quasi hier nochmal verlinken. Ach, Harrison, bitte. Was der Clay schafft. Genau, also jetzt hier unterwegs. Aber na, Tag ist ja wieder früh. Was ist denn da oben los? Genau, let's go hier im Weekly Blog. Viel zu tun, viel zu schaffen und viel zu machen. Neuer Stuff. Jenny hat was bestellt. Für den Balkon, für den ganzen Krempel, der hier hinten in der Ecke ist, die Sitzkissen. Weil manchmal ist es draußen ein bisschen stürmisch, da fliegt alles weg. Aber was haben wir hier überhaupt? Eine Emily Box. Keine Ahnung, was Emily Box ist. Aber laut Plan, 10 Minuten aufbaubar. Assembly, bla bla bla, Montage in 10 Minuten. Mal gucken, ich mit meinen Montageskills. UV wetterbeständig. Kann man abschließen, hat Rollen. 1,17 Meter, was weiß ich, 60 cm knapp hoch. Gucken wir mal. Auf jeden Fall praktisch, da fliegt hier nichts mehr in der Wohnung rum und wir können draußen alles schön verstauen. Yes, und da ist er auch. Ich denke mal, es geht sogar schneller als 10 Minuten. Einfach die 5, 6 Elemente, die das jetzt waren, hier zusammenstecken. Ohne Schrauben, ohne Bohren, ohne alles. Die Rollen sind dran, ja. Aber es waren nur ein paar Rollen dabei. Also man kann es nur von einer Seite, ist auch egal. Ja, that's it. Rein damit nochmal. So, das ist jetzt die Box. Zeig. Ja. Und hier kann man noch quasi das Schloss dran machen. Bon. So, 31 Grad. Hier im Haus ist es relativ dunkel. Jeder meidet die Hitze, vor allem auch der Hund. Ja, Päckchen ist gekommen. Mit Futter für Harrison. Und das packe ich jetzt aus.
So, das schaut einmal so aus, kommt jetzt in die Tiefkühltruhe, es ist gefroren. Und zwar ist das gewolftes Lammfleisch. Ich habe noch Ente, das ist ein Lachswürfel. Ente habe ich noch genommen und Ziege. Also es ist eine mega, mega Hitze. Heute sind wir ja an Tag 2, Kli 9. Ich muss sagen, bis dahin läuft es sehr gut. Ich werde jetzt gleich das Mittagessen zu mir nehmen. Ich weiß, schon ein bisschen spät, aber ich kam vorher einfach nicht dazu. Und ja, also auf jeden Fall, das ist jetzt quasi die ein bisschen was über eine Monatsration für den Harrison an Essen. Also wie gesagt, da wird gebarft und pro Tag brauchen wir quasi so eine halbe Packung von dieser Packung, die ich euch gezeigt habe. Ja, und ich habe aber noch was bestellt. Und zwar, ist mit dem Harrison ein bisschen schwierig manchmal. Und vor allem im Urlaub tut er sich oftmals schwer mit dem Essen. Aber das war bei meinem Papa, seinem Hund auch schon so. Also er möchte das Fleisch jetzt nur ganz fein gemahlen. Also ich habe dieses Mal gewolftes Fleisch gekauft. Letztes Mal hatte ich großes Fleisch, das haben wir dann im Thermomix klein gehäckselt. Jetzt habe ich gewolftes Fleisch genommen und hoffe, dass das in der Größe ist. Das Problem ist, wenn wir in Urlaub fahren, dann kann ich natürlich nicht so viel Fleisch mitnehmen, weil wir haben eine Kühltruhe, die kühlt, aber keine Tiefkühltruhe logischerweise zu mitnehmen. Und dementsprechend kann ich für 4 Tage erstmal Futter mitnehmen, aber dann wird es natürlich schwierig. Ich will halt auch nicht so viel Fleisch auftauen, das ist rohes Fleisch. Ich meine, wir gießen das immer schon mit heißem Wasser ab, also ganz kurz mit heißem Wasser abschrecken und ableeren, dass halt keine Bakterien da sind. Nichtsdestotrotz ist es dann so, dass man aber im Supermarkt auf jeden Fall frisches Putenfleisch zum Beispiel kaufen kann. Aber das Problem ist, der Harrison, wie gesagt, im Moment will das nur komplett klein gemahlen. Das heißt, ich müsste dann so eine Art Häcksler mitnehmen. Das werde ich auch probieren, weiß aber nicht, ob er es isst. Und ich hatte jetzt auch, wo wir in Frankreich waren, einfach quasi für 4 Tage Frischfleisch dabei. Das war kein Problem. Und dann habe ich gefunden, also einmal ist das Trockenbarf-Futter, also hier von Dr. Dall. Das hier ist jetzt Lammkokos. Das sind halt so, ist Barf-Trockenfutter ohne Gluten, ohne Zusatzstoffe. Das mache ich manchmal so als Goodie mit rein, wenn er nicht essen will. Und dann gibt es hier nochmal solche Würste. Das ist quasi für die Reise-Barf-Ersatz. Also auch diese Würste sind ohne Gluten und Zusatzstoffe. Und da steht halt auch, es ist ein Barf-Ersatz, falls man barft und geht in Urlaub zum Beispiel. Ich finde sie nicht so geil. Also ich fütter ihm lieber frisches Fleisch, aber bevor er mir gar nichts isst, dann nehme ich lieber so eine Wurst mit. Und ich habe es jetzt einfach mal. Ja, manchmal, wenn er nicht so essen will, mische ich ihm auch sowas unter das Futter. Aber das habe ich jetzt speziell wirklich geholt für den Urlaub. Falls ich Probleme kriege mit dem Füttern und mit dem Fleisch, dass ich einfach hier diese Barf-Wurst quasi geben kann. Die muss auch nicht gekühlt werden. Und ich finde es halt eine ganz gute Alternative. Ansonsten tue ich ihm ja auch Gemüse mahlen. Das muss ich jetzt auch übrigens wieder machen. Hatte auch letztes Jahr das Gemüse dann immer mit dabei. Aber das ist halt so eine Tupperdose, die ich da habe, und die hält eigentlich schon über eine Woche, weil er kriegt ja immer nur 50 Gramm mit dran, aber es ist mir auch ein bisschen riskant bei dem Wetter, dass es übergeht, deswegen gebe ich da dann zur Sicherheit Hip Bio-Karotte, hat mir meine Tierheilpraktikerin gesagt, soll ich dann geben, und da kriegt er dann ein halbes Glas morgens, ein halbes Glas abends, da gehe ich einfach auf Nummer sicher und es ist haltbar und er isst es, genau. So, weiter geht's. So, die Jenny ist oben irgendwas am Hämmern, keine Ahnung, vielleicht macht sie jetzt die Wandpaneele dran, die hat sich ja so eine Rosenwand bestellt. Ich bin gerade am gucken, Eisbergsalat für einige ist schon fertig. Einmal hier quasi, hoppala, Unschärfe. Dann gibt es noch Hähnchenspieße vom Grill und hier unten, aber ich weiß gar nicht, ob ich im Fokus bin, kommen die... kommen die Rosmarinkartoffeln. Yes, so ungefähr. Oh, das ist immer noch beschlagen. Genau, so ungefähr sieht das heute aus. Und dann muss ich heute Nachmittag mit dem Opa noch zum ATU. Irgendwie mit dem Seitenspiegel, da ist was nicht korrekt. Da muss ein neuer her. Und ich wollte anfragen, unsere Bremsen müssen gemacht werden. Vorne und hinten komplett. Scheibe plus... Backen, also Belege. Genau, so sieht's aus. Und mal gucken, vielleicht hat sie Jenny schon aufgenommen, ich weiß es denn, was sie da oben geschafft hat. Ciao. Wie das schön duftet hier.
Wie ich mir das gedacht habe, hat es vergessen, wie zu filmen, aber so sieht das aus. Ich hatte ja schon, als wir eingezogen sind, hier so LEDs verlegt. Obwohl, dahin ist es wieder irgendwie abgegangen. Aber jetzt ist es auch so noch ein bisschen passiv mitbeleuchtet. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Sieht man das? Also das sind auch alles so Blumen in dem Farbstil, Türkis, Blau, so ein bisschen beige, weiß, von allem etwas da. Richtig gut, ey, richtig gut. Nein, man muss sich jetzt auch mal vorstellen, jetzt hockst du hier im Webinar. So ist dann die Cam, keine Ahnung. Oder in einem Livestream und dann hast du hinten hier schön die Wand. So Leute, jetzt habe ich gerade die Kamera gesehen, habe gedacht, boah, ich habe erst einmal gevloggt die Woche, es ist schon Freitag, ich muss jetzt unbedingt noch was vloggen. Also ich bin am Frühstücken, wie ihr hier unschwer sehen könnt, habe jetzt gerade die Garcinia genommen, das heißt 30 Minuten warten. In der Zeit nehme ich meistens meine Videos für Insta und TikTok auf. Ihr seht hier das wilde Chaos. Ansonsten sind wir am Tag 5 unserer Darmreinigung. Es geht mir sehr gut, würde ich sagen. Also ich bin wieder hochproduktiv. Gestern noch bis spät abends das Büro geputzt. Also so, wir haben so Rollcontainer, die wirklich aussortiert und ausgewaschen. Ich kann euch das aber später mal zeigen oben. Ja, viele Termine gestern gehabt, also Telefontermine. Und anssten hatten wir eine Big Mac Bowl. Schade, dass wir das nicht mitgefilmt haben. Die war echt lecker. Wir haben sie im Thermomix gemacht, von daher darf man ja das Rezept an sich nicht zeigen, aber wir können die ja auch mal ohne Thermomix machen und dann ist es echt ein cooles Rezept, also echt mal eine Abwechslung. Heute gibt es Fisch mit Reis, der Opa ist heute wieder bei uns und Salat, das könnte der Dommer eventuell mal mitfilmen. Also gut, ich meine, vom Fisch ist jetzt nicht so was Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr von Iglo den Bordelais kennt, den macht der Dommer für sich und für den Opa. Und für mich gibt es ganz einfach Lachsfilet, weil ich ja von Kalorien her weniger essen darf wie Dommer, also nur 600 Kalorien. Und Salat, denke ich mal, vielleicht so ein Schopski, dass wir den dazu machen. Einfach für die Frische. Es ist so schwül. Also die letzten 2 Tage, muss ich sagen, das Wetter echt super anstrengend, weil es ist jetzt nicht wirklich so, dass die Sonne prasselt und es mega heiß ist, aber es ist so furchtbar schwül. Also mir läuft der Schweiß echt von der Stirn. Es ist der helle Wahnsinn. Es muss heute Nacht auch geregnet haben. Also draußen ist alles nass. Trotzdem ist es halt super warm, also so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Aber naja, ich will mich ja nicht beklagen, weil immerhin ist es ja warm. Und mal gucken, also ich habe jetzt vorgestern, weil Harrison braucht wieder Gemüse, habe ich rote Beete im Aldi gekauft. Aber sowas habe ich nicht erlebt. Also wir waren da abends um 18 Uhr und es war echt nichts mehr da. Also keine einzige Karotte. Und das finde ich schon übel. Ich meine, ich komme ja aus der Branche und muss sagen, also das ist schon eine Katastrophe. Ja, also wenn man nicht mal mehr eine Karotte hat, also die Abteilung war wirklich gefegt. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das bei mir noch nie vorgekommen ist, aber da war ich echt schon schockiert, weil Doma mir schon gesagt hatte, das war irgendwann die Woche nochmal so. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einen hohen Krankenstand haben, der die Obstdispo macht, gerade keine Ahnung hat. Es gibt natürlich immer Gründe. Aber passieren darf es natürlich nicht, weil eine Karotte geht nicht von heute auf morgen kaputt. Ne? Also ich sage nichts, wenn es um 18 Uhr keine Pilze mehr gibt oder keine Radieschen oder sowas, um Gottes Willen. Ne? Lauchzwiebeln, okay. Aber Karotten, das war schon eine harte Hausnummer. Deswegen müsste ich eigentlich heute nochmal schnell gehen, dass ich wenigstens noch Karotten für ihn habe, dass er wenigstens 2 Gemüsesorten essen kann. Aber ja, mal gucken, wie wir das alles so hinkriegen. Genau, also ich werde ihn doch mal beauftragen, euch beim Kochen ein bisschen mitzunehmen. Ja, zum Mittag gibt es heute Fisch und dazu mache ich türkischen Reis. Und wie das Ganze funktioniert, mache ich gleich. So, zunächst nehme ich hier den Reis, den haben wir immer so umgefüllt in so einen Eimer. Nehme ich ein paar Kellen, je nachdem wie viele Leute ihr halt eben seid. Ne? Ich denke mal so, 3 werden passen. Ja, dann machen wir noch einen. So, und das Ganze wird jetzt geschwenkt, also in Wasser ausgeschwenkt. So, in den Topf machen wir einen Schuss Öl. So, jetzt mache ich hier die Schere mit rein, diese Nudeln. Ne?
Die werden angebraten. Ja, so ein guter Schuss. So sieht es dann aus. So, die Nudeln haben jetzt Farbe bekommen. So. Und jetzt sofort im Anschluss kommt der Reis mit hinzu. Und braten jetzt kurz mit an. Das Ganze mit Wasser auf. Ja, also das waren jetzt 4 Cups, die ich an der Reis drin hatte. So sieht das vernünftig aus. Dann machen wir noch ein bisschen Salz mit rein. Das wollen wir noch nachwürzen. Und lassen das Ganze, jetzt je nachdem, das ist ein Vollkornreis, der braucht meiner Meinung nach ein bisschen länger. Ich sag mal so 20-30 Minuten stehen, kochen lassen, ein bisschen runterdrehen, die Temperatur und dann sind wir auch gut to go. So, der Reis ist fertig. Next to you.